Da sind wir wieder. Es ist nicht weiter viel passiert, weil wir haben ja neu geladen. Darum werden wir nicht alle 3 Sekunden angegriffen. So, wir wollen diese Sachen aufsammeln hier, weil das könnte alles nützlich sein. Wir müssen irgendwann müssen wir die ganzen Tiere wegräumen. Jetzt sind die ganzen Boomelobes. Oder was ist das? Boomratten. Okay. Boomratten sind auch Essen und darum tragen wir die weg. So, und Sissy kann auch eine tragen. Und Bench kann auch eine tragen. So. Hier bringen sie sie rein. Sehr gut. Hauptsache, das Essen wird gelagert. Hier liegt noch ein Lama, das man mal langsam auch mal wegbringen könnte. Ein Alpaka, Entschuldigung. So, okay, hier die Mauern werden mehr oder weniger nach Lust und Laune gebaut, scheinbar. Hier, mach mal das Stück und mal das, weil da das Wetter schöner ist. Bewusstloser Kolonist, wer ist denn das jetzt schon wieder? Carsten? Stichnarbe? Lebensmittelvergiftung? Hypothermie? Wie ist das passiert? Keine Ahnung. Und dann in der Mine zusammengebrochen. Muss bei Gelegenheit für Carsten nochmal einen Charge Rifle kaufen. Sonst ist er nicht mehr Charge Rifle Carsten. Was? Okay, jetzt Carsten denkt sich, nee, ich bin gar nicht krank. Geh wieder weg jetzt. Okay. Und die Ratten essen den Kopf dieser Leiche hier. Dieser Frau, die Mann heißt. Oder es ist ein Mann, der Mann heißt. Es ist eine Frau, die Mann heißt. Okay. Na, ich meine, so verschwinden die Leichen auch, ne? Wenn wir sie für die Tiere da liegen lassen. Aber hier sind jede Menge schöne Gräber. Wer ist denn jetzt schon wieder hypotherm? Wie warm ist es drin? 18 Grad, das ist gut. Draußen minus 4. Das ist eher ein bisschen kühl. So, da haben wir wieder ein fertig hier, aber noch ohne Strom. Es ist allen zu kalt, aber da kann ich leider nicht viel machen gegen. Wo genau hapert es hier dran? Das führt zu keiner Batterie. Das ist natürlich auch ätzend. Enterich 8 kann wieder laufen. Ich gratuliere, Enterich 8. So, hier fehlt auch schon der Kopf. Abgebissen. Frisch. Ein Körperteil, der vollständig fehlt. Super Übersetzung, Leute. Naja, ich meine, man kann auch der Teil sagen, aber kann man der Körperteil sagen? Ist nicht das Körperteil? Jetzt, wo ich es wiederhole, der Körperteil. Ein Körperteil, der fehlt. Ha, ich weiß nicht. Irgendwie klingt sich das halb falsch an. Gott, Quest verfügbar. Ein Herz für Vater.
Anastasia Kalotis, Stellarch der Fraktion Land der Ewigkeit, hat ein dringliches Anliegen. Sie möchte, dass du dich in Neubargum über einen Zeitraum von 7 Tagen um ihr Lieblingshaustier, eine Ratte namens Vater, kümmerst. Vater leidet an paralytischer Avasie und muss zu Bett gebracht werden. Königliche Gunst, ein Eltex-Hemd und Ruf. Nein, danke. Nicht für ein Hemd. Nicht für ein Hemd. Dann geht mir die Ratte ein. Es ist wie als Otto in Otto, der zweite Film, auf die selbstmörderische Katze aufpassen sollte. Carsten hatte einen Zusammenbruch und geht verwirrt umher. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Der auslösende Faktor war müde. Ja, dann geh doch schlafen. Aha. Reisende befinden sich auf der Durchreise. Ja, was Reisende nicht immer alles so machen. Geh mal verwirrt ins Haus. Wunderbar. Und schlaf. Sehr gut. So. Hier haben wir auch noch einen. Warum können wir den nicht retten? Kann er sich zuständig fühlt hier. Na, siehst du, jetzt langsam sieht es auch nicht besser aus als vor 5 Minuten. Gott, wie kommt sowas zustande, dass sie hier bauen, anstatt das irgendwie der Reihe nach zu machen? Das fände ich viel toller, wenn ich ganz ehrlich bin. Jefim ist vollständig geheilt. Okay. Blöde Jefim mit seinen Ellenbogenklingen. Warum ist Carsten immer noch verwirrt? Er kann doch jetzt unmöglich mehr müde sein. Hungernde Tiere. Das ist nicht gut. Das ist selten gut. Hier was zu essen. Stelle zum Meditieren benötigt schon wieder. Okay. Für wem denn jetzt? Ich weiß nicht, der Körperteil. Das Körperteil. Vielleicht ist der Körperteil doch richtig. Ja. Schreibt mir in die Kommentare, ob es der Körperteil oder das Körperteil ist. So, hungernde Tiere, ja, gut, super. Die haben wir alle. Sowas. Luno versucht weiterhin die Leute zu rekrutieren. Ja, sobald Frühling ist, brauchen wir Mensch. Haben wir eigentlich
eigentlich mittlerweile alle ausgerüstet. Wo ist zum Beispiel Markus sein Hammer hingekommen? Sehr gut. Schwarzer Wombat. Ach, Carsten kann wieder nicht. Toll. Kerstin schläft. Muss ich halt handeln. Mit schwarzer Wombat. Nahrung können wir gut gebrauchen. Ganzen Schrottpistolen, die zu nichts mehr gut sind. Und diese blöden Helme, die nicht zu nichts gut sind. Hier ein Staubmantel und das ist schon mehr, als er sich leisten kann. Wer braucht denn noch? Kerstin, Heike und Carsten brauchen auch noch Plätze zum Meditieren. Meditierungsplätze. Das ist schon verstärkt, das ist gut. Geht doch. Warum baut er? Ich verstehe das nicht. So nach dem Ding-Dong-Prinzip, mal hier, mal da. Keine Minenarbeitsaufträge mehr. Dann können wir mal wieder anfangen, hier unser Gefängnis zu bauen. Hiermit an. Kerstin braucht immer noch eine Stelle zu meditieren. Und hier im Baum steht er.
Handelschef, Textilienhändler. Das ist sehr gut. Carsten ist auch wieder nicht mehr verwirrt. Das heißt, er könnte Raben Export GmbH kontaktieren. So, dann wollen wir wieder mal die Sachen verkaufen, von denen wir wenig haben, wie zum Beispiel Vogelleder, Schweineleder und Kamelhaut. Dann alle Sachen, die schon abgetragen sind. Parke aus Stoff. Parke aus Alpaka-Wolle. Staubmantel 100% ist ja nicht abgetragen. Ne? Die Hüte hier sind alle ein bisschen angeditscht. So. Könnten hier Teufelsgarn oder Nanofaser kaufen. Ich glaube, Sintgarn, Nanofaser, das brauchen wir über kurz oder lang für die Prothesen, die wir eventuell bauen wollen. Aber noch nicht. Auch eine LTEX-Robe für 700. Ich weiß nicht, was an denen so toll sein soll. Wir können ja mal durchlesen hier. Eine lange Robe, die mit speziellen psychisch fokussierenden Materialien verwebt wurde. Diese verbessern die psychische Empfindlichkeit und helfen, Neuralhitze aufzulösen. Aha. Wenn man die anhat, dann ist man also, kriegt man weniger Erschöpfung dadurch, dass man diese Psi-Kräfte benutzt. Habe ich jetzt überhaupt gekauft? Nee, habe ich nicht. Einfach weggedrückt, ja. Teppich. Bisschen Teppich. So. Dann, wie gesagt, die beiden, das da, das da, den und das da verkaufen wir. Sehr gut. Gott, da ist auch schon der Kopf abgefressen. Allen ist der Kopf abgefressen hier. Gitti, gitti, gitti. So, dann müssen wir langsam mal gucken, dass wir hier mehr Eisen bzw. mehr Stahl fördern. Darum bauen wir das hier auch noch alles ab. Da ist Gold, ist auch nicht verkehrt. Hier haben die eh schon einen Auftrag, aber es macht ja keiner. Sissi und Steinbock Halb 2 haben ein Band geknüpft. Sissi hat ihn Freud genannt. Ich weiß nicht. So, gut. Und damit wir die ganzen Dinger noch betreiben können, schauen wir mal, ob wir hier noch genug Klumpatsch haben, um eine weitere geothermale Kraftquelle anzuzapfen. Ja, Gesetzlosenlage könnt ihr behalten. Behalten könnt ihr das. Ich will jetzt erstmal meine Ruhe haben hier. Ein bisschen aufbauen. Bevor wieder die nächste Horde von Leuten bekommt. Ist im Lager verdorben, schade. Was ist das? Hemd aus Stoff? Okay. Der läuft Tierpflege. Machen wir die mal weg von Tierpflege. Und Kerstin.
Bench nimmt sogar, Bench ist schlau und nimmt was mit nach Hause, während die anderen das nicht können. Okay. Überall liegen Tote rum, das ist ja furchtbar. Das ist ja noch nicht mal in dem Spiel schon, bevor ich geladen habe. So viel Gräber hätten wir gar nicht bauen können, das wäre die ganze Karte weg gewesen. Aber naja. Das ist sehr gut. Ambrosia haben wir auch noch. Wie geht's denn allen? Schauen wir mal. Leichtes psychisches Brummen, unwürdiger Thronsaal, verrottende Leiche gesehen, in der Kälte geschlafen, kühl, Leiche gesehen, beschädigte Kleidung, ohne Tisch gegessen. Gestörter Schlaf, das ist auch im richtigen Leben so, dass mich das immer ärgert. Chemisches Verhungern. Was ist denn chemisches Verhungern? Ich interessiere mich von Drogen. Ich möchte dringend mehr davon probieren. Okay. Das ist völlig neue Seiten an Kerstin hier. Leichtes Pessimist. Unansehnliche Umgebung. Ohne Tisch gegessen. Aber nettes Esszimmer. Unansehnliche Umgebung. In der Kälte geschlafen. Steht die Kleidung. Wurde entlassen. Okay. Leichtes psychisches Sprung. Also unansehnliche Umgebung ist hier generell so ein Problem scheinbar. Das ist doch aber ja. Und hier ist zu kalt. Hier ist 19 Grad. Warum ist hier zu kalt? Das verstehe ich nicht. Hm. Ja, verschmutzter Kochbereich, so, so. Achso, Constantia, das ist die hier unten. Oh je. Cross ist traurig, weil wahrscheinlich der Raum scheiße ist oder so. Stubenhocker draußen. Cross ist ein Stubenhocker. Okay. Dann machen wir Cross mal schmieden. Kunst. Handwerk. So. Kann Cross sich hier drin beschäftigen? Soll mir recht sein. Da macht irgendeiner die ganzen Sachen, die hier dran sind. Muss halt wer anders hier die Mauer bauen, aber wie man sieht, Markus kann das eh viel schneller. Kann sein, dass ich mit der doppelwandigen Mauer das ein bisschen übertreibe, aber better safe than sorry. Oh, das ist Markus Hammer. Sehr gut. Dass sie die nie selber wieder einsammeln, nachdem sie wieder gesund sind. Das ist ein bisschen ätzend.
Ich könnte, wenn ich tatsächlich hier Boomratten züchte oder so, ich könnte das machen, dass sie hier sich nur zwischen diesen Mauern in dem Bereich aufhalten. Dann damit dafür sorgen, dass sie dann quasi Angreifer dann automatisch in die Luft sprengen, wenn die die Mauer durchbrechen oder so. Das wäre doch eine prima Idee. Mensch kann auch gut bauen. Das sieht ja jetzt fast schon wieder so aus, wie es sein soll. Gutes Gefängnis fehlt noch, das neue. Und hier Stromleitungen fehlen noch. Aber das kriegen wir schon hin. Ich werde nie verstehen, nach welchem Muster hier. Zum Beispiel, hier stehen Bäume, die muss man erst abholzen. Das ist klar, dass hier nichts gebaut wurde. Aber was soll das hier? Warum wird das nicht gebaut? Das verstehe ich nicht. Warum werden erst alle drumherum gebaut, bis dann hier das hier wieder funktioniert? Bumelob wurde erfolgreich von Heiko gezähmt. Jetzt haben wir eine explodierende Antilope. Die wir. Oh, ein Fohlen. Zack, 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 Yorkshire Terrier. Die wir erstmal zu den Pflanzenfressern packen. Und dann können wir bei den Wildtieren mal gucken, ob wir da noch mehr Boomelopes haben. Boomratten. Ne, wir haben nur hauptsächlich Boomratten. Und die sind ein bisschen weniger nützlich, glaube ich, als die Boomelopes. Die Boomelopes kann man melken und die geben dann Benzin. Die müssen wir dringend mal reintragen, hier die Sachen. Das sind die teuren. Und hier können wir auch noch einen Bergbauauftrag geben. Jupp, genau. So, wir nähern uns wieder der halben Stunde. Es ist jetzt im Vergleich zu den letzten zwei Folgen ist hier nicht sehr viel passiert. Aber dafür ist die Kolonie nicht zerstört. Ne? So Ups und Downs. Und vielleicht kriegen wir es sogar einigermaßen hin, dass bis zur nächsten Raid die Verteidigung hier funktioniert. Momentan haben wir mit dem Stromausfall hier zu kämpfen. Und vielleicht kriegen wir sogar irgendwann die ganzen kopflosen Leichen weggeräumt, die jetzt hier um unser Refugium herum liegen. Das wäre schön. Meerschweinchen. So. Gibt es sonst noch irgendwas hier in dem. Ah, Waschbären. Markus Lieblingstiere scheinbar. Eichhörnchen. Was ist das? Ratte. Oh nein, Alpaka 14, Herzinfarkt. Was bist du für ein Alpaka? Weibchen, Alter. Ja, Alter 17 ist, glaube ich, auch schon ein bisschen älter für ein Alpaka. So. Sonst irgendwelche Tiere, die wir zähmen wollen. Hier noch ein paar Pferde.
können wir versuchen. Esel, nein, danke. Oh, was ist das? Jax. Okay. Können wir auch versuchen. Die können aber aggressiv werden, was? Ja, das machen wir mal. Und dann speichern wir ab und gucken, wie das beim nächsten Mal weitergeht. Bis denn. Und drückt die Glocke oder so und schreibt einen Kommentar. Und drückt das Herz oder den Stern oder den Daumen nach oben. Keine Ahnung. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal.